Hi, hier ist wieder Fabian und in dem Video haben wir zum einen eine komplett neue Perspektive auf das Rudern und das Rudergerät mit einer schönen Pflanze und zweitens soll es darum gehen, wie du den Griff richtig hältst. Und das Video ist auf Inspiration Werther Mitruderer im, Discounter-Fitnessstudio, was jeder kennt, zurückzuführen, die neben mir gerudert sind und da sind wir viele neue Ideen für Videos gekommen. Und eines ist nun mal dieses Video. Quick and Dirty. Viele Leute rudern und haben hier einen Griff. So, ganz normal. Der vom Konzept ist meiner Meinung nach noch mal ein bisschen breiter. Die Griffbreiten variieren ein bisschen. Letzten Endes ist die Frage, damit du richtig ruderst, wie breit solltest du jetzt hier greifen? Weil viele einfach, hier versuchen möglichst eng und in zu fassen. Ja, die Tendenz ist auch naheliegend. Hier sind so eine kleine Einkerbung drin. Und rudern halt ziemlich eng zusammen. Und das sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Jetzt kommen wir hier hinten an die Pflanze ran. Aber das ist falsch. Wie du rudern solltest, ganz simpel, ist deine Hände, dein kleiner Finger sollte immer hier mit dem Griff außen abschließen. Ja, du könntest sogar theoretisch hier den kleinen Finger mal so ein bisschen, sieht man hier so an der Seite, ein bisschen so fliegen lassen. Ne? Also wie gesagt, der schließt so ein bisschen mit ab. Kann natürlich auch noch ein kleines bisschen weiter reingreifen. Warum ist das Ganze so? Nun, zum einen gehe ich mal davon aus, wenn wir uns das jetzt mal angucken, die meisten Leute haben kein Kreuz, was deutlich schmaler ist als dieses hier, der Griff. Manche schon, klar. Aber tendenziell haben wir damit einen ziemlichen rechten Winkel hier, was unsere Schultern und unsere Arme angeht. Zweitens, dementsprechend haben wir eine gerade Kraftübertragung und eine möglichst energieverlustarme Kraftübertragung beim Rudern. Zweitens, wenn wir nun mal hier eng, machen wir mal genau das Kontrastprogramm, sehr eng greifen, haben wir hier hinten, wenn wir hinten reingezogen haben, ein kleines Problem. Zum einen ist es sehr eingeengt, das kannst du mal probieren. Du ruderst denn sehr, sehr eingeengt hier hinten. Ja, und schau mal einfach nur, wie auch meine Hände, ich beug mich mal direkt über, schau einfach mal, ob hier vielleicht durch die Anwinkelung der Handgelenke, der Arme, der Unterarme eventuell mit der Zeit einfach Schwierigkeiten auftreten können. Wahrscheinlich schon. Wenn ich jetzt hier einfach ein bisschen breiter greife, habe ich automatisch einfach die natürliche Verlängerung meiner Handgelenke oder meiner Hände zu den Unterarmen und knicke mir hier nichts ab, wenn ich hier so ganz eng greife. Wie gesagt, gut, ich habe vielleicht ein etwas breiteres Kreuz, manche Frauen haben natürlich ein schmaleres Kreuz, dass die eventuell einen Tick weiter innen greifen, ist okay, aber wir wollen hier nicht irgendwie in der Mitte greifen. Merkst auch hier hinten, wie gesagt, dadurch hast du einen komplett, ich sag's mal ganz krass, verkrüppelten Schlag dementsprechend. Und das ist natürlich alles auch Energie, kostet viel Energie und das Ganze führt zu Haltungsproblemen, das Ganze führt nicht nur zu Müdigkeit, sondern letzten Endes auch Überbeanspruchung von Sehnen. Ja, hier reden wir mal über die Sehnscheide, die hier auch eine Menge Spaß haben, wenn sie die ganze Zeit eng rudern, die natürlich beansprucht werden. Wollen wir nicht. Also, simpel Einsteigerding, zack, zack, kleiner Finger schließt hier mit den, nochmal hier vorne gezeigt, kleiner Finger, schließt hier so ein bisschen mit dem Griff ab. Und dann können wir hier richtig schön rudern. So, machen wir nochmal ein paar Schläge. So. Einfach nur, um auch nochmal zu zeigen, dass man auch so rudern kann. Und ja, falls du dazu noch Fragen hast zur Griffbreite, zu den Ellbogen, ob Chicken Wings oder nicht, habe ich tatsächlich auch schon mal ein Video gemacht. Findest du auch irgendwo an der Seite oder auf dem Kanal. Für weitere Infos geh mal auf www.ruderathlet.de, findest du unterhalb in den Videos oder in der Videobeschreibung. Und genau, schreib mir mal in den Kommentaren, ob du vielleicht mit engem Griff gerudert hast, ob du da jetzt einen Unterschied merkst und gib dem noch ein schönes Däumchen, das Video. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, dein Fabian. Ciao.